Ich frage dich ganz ehrlich, liebst du Allah? Liebst du Allah? ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Von den Menschen gibt es welche, die sich neben Allah Rivalen nehmen und diese Rivalen so lieben, wie man nur den Allmächtigen Gott lieben soll. Was sagt Allah dann? والذين آمنوا أشد حبا لله. Und diejenigen, die glauben, die sind in der Liebe zu dem allmächtigen Gott größer. Die Frage ist, warum betest du nicht? Verstehst du? Man betet nicht, weil man sich nicht bewusst ist, was das für eine Sünde ist. Ich habe darüber geredet, dass wir uns nicht bewusst sind darüber. Leute, wenn dir jemand sagen würde, ja, meine Schwester, die arbeitet im Bordell, die schläft jeden Tag mit 20 Männern für Geld. Würde der es einfach so erzählen? Nee, der würde sich schämen. Nicht zu beten ist schlimmer. Nicht zu beten ist schlimmer, als dass deine Schwester im Bordell arbeitet. Und wir stehen hier und lachen uns kaputt. Wer der hier sitzt, nicht aufzuhören, fragen, hat versucht, seinen Nachbarn den Islam beizubringen? Wer hat eine Übersetzung vom Koran geschenkt? Wer hat versucht, ein Buch zu übersetzen, wo über Islam geredet wird? Wer hat eine Internetseite gestaltet? Wer hat Flugblätter verteilt? Wer hat Leute heute mitgebracht in die Moschee? Wer hat Leuten heute Bescheid gesagt, komm vorbei, hier wird auf Deutsch etwas erzählt? Wer? Bruder, wenn du es nicht gemacht hast, dann gehörst du auch nicht zu Khaira Ummatin Ukhrijat Linnas. Weil die Merkmale von dieser Umma, von der Besten ist, das ist das Merkmal. Was ist, wenn du hier aus der Tür gleich rausgehst, hast dir nicht vorgenommen, fünfmal am Tag zu beten, boom, und da kommt der Lastwagen und du bist platt. Was ist dann? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Und wenn der Trunkenheit des Todes kommt, was dann? ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ. Das, was wovor du dich hüten willst. Was ist dann? Und dann siehst du zwei Engel in der Augenweite mit finsteren Gesichtern. Und dann zieht der Todesengel dir die Seele raus. Wie durch so ähnlich wie Stacheldraht durch die Baumwolle. Was ist dann? Und dann wird die Seele stinkend hochgebracht zum ersten Himmel. Und wird nicht aufgemacht, wird runtergeschmissen. Und dann kommt ein Mann mit einem schlechten Gesicht im Grab, mit einem unglückbringenden Gesicht im Grab, das sind die schlechten Taten. Und dann kommt der Engel im Grab und sagt, mein Rabbuk, wer ist dein Herr? Was willst du dann sagen? Allah? Bezeuge hier, dass Allah dein Herr ist und werf dich vor ihm nieder. Wer betet? 1%? 5%? 10%? Du willst dem Islam helfen, du betest doch nicht mal. Sei dir bewusst, wenn du nicht betest. Das ist so gut wie das Ticket in die Hölle. Aber keiner soll hier heute rausgehen, ohne anzufangen zu beten. Ohne anzufangen zu beten. Fange heute an. Und glaub mir, alle deine Sünden, die du machst, du wirst dich verbessern. Du wirst besser werden. Du trägst heute kein Kopftuch. Glaub mir, fange an. Bete heute. Und bitte Allah, dir die Kraft zu geben. Denn er hat Macht zu allen Dingen. Genauso hier, du musst ein Ziel haben. Dein Ziel muss Paradies sein. Denn was gibt es dort im Paradies? Alles, was du dir wünschst. Und noch mehr. Lahum, dort gibt es für sie, was sie wollen. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Dort gibt es für sie, was sie wollen. Und bei uns gibt es noch mehr. Das heißt, alle deine Wünsche, die du jetzt hast, das Paradies wird besser sein. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, wir müssen das im Auge behalten. Inna aish aishul akhira, das wahre Leben, das einzige wahre Leben, ist das Leben vom Jenseits. Und was haben die Salaf gesagt? Die Salaf haben gesagt, einige von Salaf haben gesagt, die Menschen sind am Schlafen und wenn sie sterben, dann erwachen sie. Dann wird das böse Erwachen kommen. Weil das ist etwas, liebe Brüder und Schwestern, was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen. Wofür wir hier sind und wohin es führt. Es gibt Hölle und Paradies, das ist die Wahrheit, das ist die Tatsache. Und wer jetzt nicht aufpasst und sich jetzt nicht davor rettet, der wird verloren gehen. Brüder und Schwestern, wir hören immer von der Brücke, die über die Hölle gelegt wird. Wie ist die beschaffen? Schärfer als ein Schwert, dünner als ein Haar, diese Brücke. Diese Brücke hat heute begonnen. Denn das Diesseits ist die Brücke. Wenn du jetzt die Brücke nicht richtig nimmst, dann wirst du sie auch später nicht nehmen. Du wirst runterfallen ins Höllenfeuer.
Und dieses Höllenfeuer, was gibt es dort? Inna ladayna ankala wa jahima wa ta'ama da ghussati wa adhaban alima. Bei uns gibt es schwere Fesseln und Höllenbrand und Speise, die im Hals Würgen hervorruft. Und heftige, schmerzhafte Strafe.